Willkommen Leute zu einem neuen Video, Leute. Wir zocken heute mal den Jetpack Simulator. Ihr seht schon, wir sind hier fleißig am Rumfliegen. Mit dabei ist der Thomas, der rettet sich schon vor mir, ne? Ja, genau. Ich bin genau hinter dir mit meinem Jetpack auf dem Rücken. Ja, und perfekt. Wir müssen hier verschiedene Sachen sammeln, ne? Was sammelst du dann schön? Ich sammle hier schöne Kohle, Leute. Und eine ganz kurze Sache am Anfang. Wir haben jede Menge Codes am Start, aber dafür müsst ihr jetzt wirklich mal einen Daumen nach oben da lassen. Das ist ganz wichtig, sonst sind wir traurig, Leute. Der erste Code, vielleicht habt ihr noch Glück, der heißt Sorry for Shutdowns, also wird so geschrieben. Und wenn ihr diesen Code eingebt, dann habt ihr die Möglichkeit, vielleicht noch $2000 zu bekommen. Aber er geht nur noch für ein paar Leute. Deshalb, kann es sein, dass ihr diesen Code nicht mehr bekommt. Das liegt je nachdem daran, wie schnell ihr seid. Also Sorry for Shutdowns einmal eingeben, Leute. Der nächste Code, der funktioniert, wäre dann einmal, Moment, hier, 1 Mil Visits, so geschrieben, den kann man dann auch einlösen, aber ich habe diesen Code schon benutzt, dementsprechend funktioniert das natürlich nicht mehr, Leute. Dann der nächste Code wäre, ich muss hier mal ganz kurz rüberrennen, Leute, wie gesagt, in der Zwischenzeit einmal eine positive Bewertung da lassen. Der nächste Code wäre Thank You, den habe ich noch nicht benutzt, denn der gibt einen 1000 Cash und da sagt man ja nicht nein zu, ne? Da sollte man nicht nein zu sagen, auf gar keinen Fall. Der nächste wäre 6K Play. Ach Gott, jetzt muss ich hier wieder verkaufen, Leute. Der nächste Code wäre, ein Moment, hier 6K Playing. So geschrieben, habe ich leider, wie gesagt, auch schon benutzt. Deshalb, das steht hier auch immer unten rechts, Leute, wie ihr seht. Und der allerletzte Code wäre für heute dann auch noch einmal Boost. So geschrieben, Leute, Boost. So, den habe ich aber auch schon benutzt, dementsprechend funktioniert das nicht. Ist doch ganz okay, oder? Ja, ist okay, ne? Kann man mit leben. Da hat man eine gute Basis, würde ich mal sagen, ne? Ich finde auch. Und, weißt du, was ich dir empfehle direkt am Anfang? Was empfiehlst du mir denn am Anfang? Kauf dir direkt ein Arrow Egg. Wirklich, kauf dir das. Ist es so gut? Die Kohle baut sich ab wie kein zweiter. Okay, ja, dann wirklich, also ich schau mal ganz kurz. Das ist richtig geil. Ich schau mal ganz kurz, warte mal. Ich meine, Geld ist da, ne? Die Codes sind ja natürlich am Start gewesen. Dafür auf jeden Fall ein Like. Ach, 700, stimmt. Ne? Genau, stimmt. Und jetzt für 700 ein Ei kaufen. Warte, ich bin gespannt, sehen, was kommt. Die Kohle sich abbaut. Boah, warte mal, das sieht schon mal ganz gut aus. Kann man mehrere Pets haben? Wie viel kann man ja, hier haben? Fünf Stück. Fünf, dann würde ich sofort sagen, auch noch ein zweites, oder? Hinterher? Ja, kauft man noch ein zweites. Ich habe ja 4600 noch nach zwei mal kaufen. Ja, deswegen. Und jetzt wird das richtig laufen. Da wird sogar der Rucksack zu klein sein. Warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen. Rucksack, genau. Wo kann ich ihn denn upgraden? Hier ich habe jetzt nur die Option gesehen, oben links. Da steht ja Upgrade Jetpack und Upgrade Full Tank. Ah, das wird dann wahrscheinlich so sein, oder? Dass man das nur ja, so machen kann. Ja, ich vermute mal, das geht nur über die, über diese Buttons. Okay, so, ich habe jetzt 320 und jetzt bin ich gespannt. Und Alter, okay, wir bekommen auch direkt zwei, sehe ich hier, ne? Und, Moment, wir schauen mal. Yo! Warte mal, kann ich auch die Batterien jetzt mitnehmen? Ich kann auch die Batterien jetzt mitnehmen. Nein, hast du dein Jetpack auch geupdatet? Ja klar, ich habe alles. Ah. Jetpack habe ich geupgradet. Jetpack mache ich auch mal, kostet ja nur 100. Das Backpack ja habe ich geupgradet. Und jetzt kann ich auch 320 mitnehmen. Oh, Batterien, yo, geil. Batterien kann man jetzt auch mitnehmen, also ja, wirklich weil gut. Das macht das direkt interessanter, weil dachte ich mir jetzt gerade, boah, geht das langsam. Und ich muss dann irgendwie jetzt, was ist das Ziel? Ich glaube, ich muss hochfliegen zur nächsten Insel, oder? Genau, also es steht da ja in der Luft, warte, was steht da? Fliege hoch, um mehr zu entdecken. Wo steht denn das? Hier, direkt vorne. Wenn Ach so, fly up to discover new areas. Genau, okay. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel dafür benötigt wird, Leute, aber ich mache einfach mal mein Jetpack voll, um ja, auf Nummer mal sicher oben, zu gehen. Dann siehst du das mal, da siehst du auch schon eine Insel. Ich kann das ja gar nicht einschätzen, wie hoch das ist. Ah, okay, das stimmt. Das so, warte mal, wir machen jetzt mal ganz kurz hier alles einsammeln. Top, top, Leute. So, sieht das schon mal ganz gut aus hier. Zack. Hier auch nochmal ganz kurz. Hier auch nochmal die Batterien. Ich habe jetzt gleich mein Inventar voll mit 320. Ja, perfekt, was willst du mehr? Ich denke mal, 120, damit sollte ich. Ja, das ist jetzt schon ziemlich großes so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich fliege jetzt mal hoch. Also, Leute, ganz einfaches Prinzip. Wir müssen Leertaste gedrückt halten, dann können wir hochfliegen. Ach, und hier kann man auch noch Sachen aufsammeln. Ach so, auf den Wolken hier. Ja, genau. Oh mein Gott, also, ja, ich komme ganz einfach hoch. Ich komme ganz einfach hoch, Leute, ohne Probleme. Ey, wie viel Tank hattest du denn? Ich hatte 320 Tank. 320, also war der voll? Ja, der war voll, genau. Okay. So, verstehe. Jetzt gibt's hier so Solarpanels, die man abbauen. Ja, die kann man jetzt auf abbauen. Okay, interessant. Warte mal, dann mache ich mal auch meinen Tank ein bisschen höher.
2000, oh, okay, das Geld habe ich. Hier gibt's noch das Fauna, ach, das Fauna-Egg. Ah, ich muss, ah, die sind ja alle equipped. Okay, hier ist equipped. Also es ist doof, dass man nicht sehen kann, welche Fähigkeiten man dadurch bekommt, durch die Tiere. Ja, das ist echt ein bisschen doof. Aber du hast gesagt, oben gibt es andere Eier. Ja, es gibt oben einmal das Fauna-Egg. Das ist aber 2500. An den hier, wie hieß der denn? Bubblegum Simulator? Bubblegum Simulator, genau. So ähnlich, ne? Das ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit von, ja, genau. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Warte, ich werde jetzt auch mal gleich hochfliegen. Ich habe aber nur einen Rucksack mit 160 Kapazität im Moment. Also, du kannst ja immer auf den Wolken stoppen, das sollte kein Problem sein. Ja, genau, deswegen, ich gucke jetzt mal, was ich machen kann. Warte, so, und los geht's. Ab geht's. 3 Tage wach. So, ah, ich muss meinen Jetpack erstmal updaten. Ja, das upgraden. Ist auch ein Faktor, ne? Du musst ja irgendwie hochkommen. Ich kann ja nicht die, ich kann hier keine Windräder nehmen. Ach so. Windräder, oh. Unlock better energy sources. Okay, das kann ich, die besseren Energiequellen muss ich dann erstmal erkaufen. Und okay, das kostet 6800, bis ich das erstmal wieder zusammen hab. Boah, das ist enorm viel, hör mal. Ja, das ist schon viel. Aber ich versuche jetzt auch mal ein bisschen höher zu kommen. Bist du auf der Insel, auf der Hauptinsel, auf dieser festen Basis schon? Ja, genau, hier bin ich. Ach, da bist du. Ja, krass, warte, da sollte ich eigentlich auch hochkommen irgendwann. Wir haben jetzt 320, wie gesagt, unser Inventar. Das verkaufen wir auch dann dementsprechend gleich. Ach man, hier sind aber so viele. Der klaut uns die ganze Zeit alles. Das ist aber echt so, die sind boah, wie schnell der einsammelt. Ja. Das ist ja nicht normal. Also die Windradquelle, die werden wir benötigen, um ganz nach oben zu kommen, schätze ich mal. Also in einem Zug kann ich mir kaum vorstellen, dass wir da nach oben kommen, Leute. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das nächste Update wäre dann das Level 3 Update, ne? Um die Windräder zu bekommen, meine ich. Ja, genau. Boah, das ist schon echt viel, ne? Das ist teuer, ne? 6000, ja. Also ich weiß nicht, was ich jetzt genau machen soll. Ob ich jetzt vielleicht nochmal unten mir irgendwie noch ein Tier holen soll? Das habe ich jetzt nämlich gerade auch überlegt. Ich glaube, das wäre schlauer. Von ob die Tiere das dann schneller machen, ne? Ja, genau. Ich mach's, glaube ich. Warte, Erde. Ich mach das auch. Erde, zack. Das geht auf jeden Fall schneller. Und dann kaufe ich mir noch ein Tier dazu. Wie wird die Rasse denn? 3? 3, genau. Also 2x 700er und einmal den Standard. Ich kaufe mir nochmal einfach 700er. Ja, genau. 2 Stück? Ja, ich glaube schon. Das sollte eigentlich. Oh, ich habe Bat bekommen, eine Fledermaus. Auch nicht schlecht. Und jetzt habe ich eigentlich ja alle schon. Warte, schauen wir mal. Oh, nochmal eine Fledermaus. Okay. Ankamen. Habe ich jetzt hier schon alle? Nee, einer würde noch fehlen. So, jetzt schauen wir mal, Leute, ob sich das wirklich bezahlt gemacht hat mit den 5 Tieren. Und auf jeden Fall, alter Schwede, ja klar, das rentiert sich, Thomas. Ja? Das rentiert sich auf jeden Fall. Auch, weil der Plan ist auf jeden Fall besser. Ich glaube, sonst würden wir viel zu viel Zeit aufwenden. Ja, ich hätte es eigentlich schon eher machen sollen. Ich muss nur einmal durch so ein 10er-Ding rennen, hab das schon aufgesammelt. Also es ist auf jeden Fall die beste Variante, um jetzt hier schneller an irgendwas zu kommen. Das Problem ist ja, ich kann ja hochfliegen theoretisch, nur es bringt mir ja gar nichts. Hä, du musst ja nicht hochfliegen, du kannst ja über das Portal auch gehen. Hä, welches Portal? Nein, ich meine, ich kann hochfliegen, um jetzt die nächste Insel zu erreichen. Ach so. Ja, ja, dann, das bringt ja aber nichts. Wie aber ich versuch's mal trotzdem aus, schaffe ich das? Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Nein, ganz knapp habe ich es nicht geschafft. Ja, so weit ist sie ja gar nicht, ne? Mann, ich bräuchte noch 10, 30 Energie oder so. Ah. Mann, ich bin auf der vorletzten Wolke. Das kann hey, kannst du nicht auf der vorletzten wieder was sammeln? Nein, das sind ja nur diese Windräder. Ah, jetzt habe ich 1000 ja, Dollar verballert, super. Na klasse. Das ist schade. Das ist nicht nur schade, es war noch doof dazu, aber ich dachte, besonders Leute... Ich frage mich gerade, mit was für ein Ziel ich das verfolgt habe. Ich hätte eh nichts davon gehabt. Komm, ich kaufe mir noch so ein. Ich kauf mir noch so ein Ei, Leute. Machen wir jetzt einfach. 2000er? 2500er Ei. Und wir bekommen eine Biene, Leute. So, was müssen wir denn jetzt weglegen? Wir packen einfach mal Rare Uncommon. Common Uncommon. Den Pinguin packen wir weg. Tut mir leid, Kollege. Du musst jetzt leider weg hier. Pet Inventory Ach, hier kann ich remove, ne? Genau. Delete. Keep Pet. Aber, equip. Hä, man muss es wegschmeißen? Echt? Ja! Hä? Als ob. Ich kann's, ach hier, unequip. Ach so, nee, es geht schon. So, jetzt mal gucken, wie viel die Biene macht. Ob die Biene wirklich so viel rausholt, ne? Bin ich gespannt und, Alter. Und? Jetzt bekomme ich auch mittlerweile teilweise drei. Oh. Also die Biene hat ein bisschen was rausgeholt, beziehungsweise Wespe oder wie man es auch nennen möchte, ne? Ja, Alter, alles gut. Oh mein Gott, guck dir das, Alter. Ja doch, vielleicht bekomme ich ja jetzt auch mehr Geld. Es wäre halt schön gewesen, wenn man auch so eine kleine Beschreibung hätte, was die Pets überhaupt bringen, ne? Was die Tiere machen, ne? Ja, ist richtig. Bin ich gespannt. Und 1300 habe ich bekommen, also ein bisschen mehr.
Ja, das ist schon mal ordentlich. Dann versuche ich das jetzt mal auch hier unten oben aus. Ich habe mir jetzt auch das 2500er Pad geholt. Ja? Oh! Oh, das 2500er Pad, das haut richtig gut einen raus. Ja, ne? Warte mal, das haut auch teilweise 4 oder 8 raus, ne? Bei dir? Ja. 4 oder 8? Ja. Also eigentlich immer nur 2 oder 3, aber manchmal sehe ich auch 4 oder 8 als Zahl da stehen. 4, stimmt. 2, 3, 4, ja doch. Ach Mann, hier ist zu wenig. Ja, ne? Hier oben ist viel zu wenig. Was haben die sich dabei gedacht? Eigentlich müssen wir nur auf den Wolken bleiben, so da drunter. Stimmt, da sind ja auch noch welche, ne? Weil da ist immer nicht viel drauf gewesen. Stimmt, das habe ich auch voll vergessen, dass man theoretisch da noch drauf sein kann. Weil da war immer wie in so einem Kreis alles. Boah, jetzt muss ich mal gerade auch sagen, es ist echt heftig, dass wir so viel Geld am Anfang hatten, ne, durch die Codes. Über die Codes, ne? Ja. Das ist richtig heftig. So, jetzt sammle ich hier mal ein bisschen was ein. Ich würde das jetzt mal feiern, wenn wir einen größeren Jetpack bekommen. So, und jetzt haben wir 5900, das heißt, noch ein paar Energiequellen müssen wir sammeln, dann kommen wir zur nächsten Insel. Hey, glaub mir das nicht! Das ist meine, ich muss jetzt hoch, Thomas! Die warten nur noch. Ich muss hoch. So, dann klaue ich dir jetzt nämlich gleich auch nicht mehr die Sachen hier. Ja, danke, das ist ja nett von dir. Dann nehme ich mir nämlich nur noch die Windräder. 6100, es kostet 6000, es kostet einfach 800, na klasse. Mir fehlt einfach noch 600 jetzt so. Boah, das ist fail. Kurz vorm Ziel gescheitert, so nach dem Motto. Ach man, es ist aber auch immer nervig, dass man so langsam ist, ne? Ja, vielleicht gibt's doch irgendwie einen Boost oder so. Ja, wahrscheinlich muss man sich das mit richtigen Geld kaufen. Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Das könnte sein, das würde Sinn ergeben. So, jetzt aber hier. Wofür hast du dir mal Pet-Index angeguckt? Pet-Index? Ja. Ja. Da siehst du so deine ganzen Tiere, welche du oh alle yeah, bekommen kannst. Oh yeah, es geht! So Upgrade! Huhu! Jetzt habe ich es. Endlich, Leute. Endlich. Schau dir das an, Thomas. Siehst du das? Njau. Warte. Njau. Jo, sieht nice aus. Und man bekommt sogar 5. Flott, ne? Ja, total. Also, Leute, was kann ich sagen? Es lohnt sich auf jeden Fall, hier die Eier zu kaufen auf der Insel. Macht das auf jeden Fall, damit ihr schneller vorankommt. Und ich werde jetzt hier nach oben ziehen, jetzt hier im Moment. Oh. Und zack, wir sind jetzt gleich schon. Ach komm, wir machen es jetzt einfach. Njau. Und hier auf die Insel drauf. Okay. Alter, sind hier viele Windräder. Mega nice, Leute. Gönnen wir uns einfach mal. Und dann sind wir jetzt nämlich hier gleich in der Lage, auch schon ganz straight nach oben zu fliegen. Und das Gute ist jetzt einfach, dass hier auch gerade keiner ist, der uns irgendwie stört beim Farmen oder so. Boah, das ist perfekt. Ist da gar keiner oben? Also jetzt hier auf der Wolke gerade nicht. Krass, so, warte mal. Ey, wo sind die denn alle? Und jetzt hier geht's hoch. Woohoo! Wow, okay, wir sind oben, Leute. Jetzt sind wir hier bei den Windrädern wieder angekommen. Und, Alter, hier sind aber auch schon kranke Leute. Hä, was war das denn? Ey, bist du auf der neuen Insel, oder? Jetzt bin ich auf der neuen Insel, genau. Ah, interessant. Da bin ich aber jetzt gleich auch. Jetzt gibt's hier Nuklear. Vielleicht nerv ich dich. Nuklear? Ja, so Nuklearreaktor. Nicht, dass du verstrahlt zurückkommst, aber. Nee, das bin ich schon, keine Sorge. Okay, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. So. Das dauert aber echt ein bisschen lange mit dem Laufen, hör mal. Also mit dem Laufen, das ist wirklich nicht so die optimale Lösung. Ja, ne? Das ist ein bisschen ätzend. Aber naja. Verkaufen wir mal 2900 bekommen wir mit einmal, das ist gut. Da komme ich fast auf die Idee, dass ich mir auf jeden Fall noch ein Ei kaufen müsste. Weil das Ei von meiner Insel? Ja, weil wenn ich überlege, dass wir jetzt quasi alles nur Level 1 Eier haben, das ist jetzt nicht so, weiß nicht. Ja, okay, ist auch nicht das Allerschlechteste von unten gewesen. Das stimmt, das Ei, ne? Warte mal, jetzt kaufen wir uns hier bei und jetzt mal gucken, was wir bekommen. Wir bekommen ein Panda raus, okay, Panda haben wir rausbekommen. Panda. So, der ist uncommon, epic. Ach, die Biene war einfach epic. Och mein Gott, was sage ich denn da? Ankamen, das mache ich trotzdem weg. Aber warte mal, da steht doch Hits per Second. Da sind noch ein paar Daten. Ah, jo, da unten und Damage per Hit. Ja, und so, ne? Oh, das habe ich ganz ausgeblendet, muss ich sagen. Tut mir leid, Leute, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon 50 Mal in die Kommentare geschrieben. Aber egal, das ist gut, dass es euch auffällt. Ja, es ist mir aufgefallen, ne, aber... Nein, ich meine auch den Zuschauern. Ja, wenn es euch aufgefallen ist, natürlich nur, ne? Kann ja sein, dass euch das auch nicht aufgefallen ist. Wäre ja nicht schlimm, wir waren ja auch leider nicht in der Lage, das zu erkennen. Ja, manchmal sieht man halt nicht direkt alles auf den ersten Blick. So, hier Cell. Alter, hier oben bekommt man aber ganz schön viel durch die Windräder. Ja? Ja, total viel. Junge, das ist wirklich erstaunlich. Wir haben jetzt hier wieder, wir haben 3000 bekommen. Oh. Schon ganz gut, ne? Auf jeden Fall. So, Windrad. So, jetzt will hier. Ich aber auch nach oben. Jetzt habe ich nämlich ein bisschen meine Tiere ausgestattet und jetzt geht's ab in die Höhe. Aber nur ein bisschen, ne?
Ja, nur ein bisschen, ne? Man darf ja nicht direkt übertreiben und ein Überflieger werden. Das stimmt, da hast du recht. So, Windrad, zack, hier auch nochmal Windrad. Und jetzt haben wir 320 hier. Auch nochmal, hä, warum bekommen wir jetzt weniger? Das macht irgendwie keinen Sinn. Also manchmal... Wie weniger? Beim Geld oder was? Ja, jetzt haben wir irgendwie weniger bekommen. Hä? Ah, manche verstehe das Spiel auch nicht. Ja, aber egal, Hauptsache irgendwas farmen. Da hast du nicht unrecht. So, jetzt hier einmal noch einsammeln, zack. Also, für das nächste Upgrade brauchen wir einfach 20.000. Was ich noch gerne machen würde, ist mir so ein Tier hier zu kaufen, so ein Luna-Egg. Mich würde mal interessieren, wie die aussehen. Und schauen wir mal, Luna-Egg, wie viel Hit ist hier. Oben auf der Insel, meinst du? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Wir haben auf einmal wieder nur 1.200 bekommen, obwohl wir ein volles Inventar hatten. Verstehe ich wirklich nicht. Ist das noch ein bisschen verbuggt oder so? Das Spiel ist ja relativ neu, glaube ich, oder? Ja, aber das kann auch kein Fehler sein, dass man irgendwie mal mehr Geld bekommt, mal weniger, oder? Eigentlich nicht. Ja, das meine ich. Das ist ein bisschen ja, merkwürdig, sage ich jetzt mal ganz streng, ne? Ey, ich bin durch die Wolke gefallen! Wirklich? Ja! Ja, so wie ich gerade. So, Leute, wir verkaufen jetzt alles. Wir bekommen jetzt 1.100 und jetzt schauen wir mal ganz kurz nach. Wir kaufen uns ein Luna-Egg für 10.000, Leute. Und ich bin gespannt. Wir bekommen einen Moonwolf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel bringt der denn? Moonwolf, der ist Gold! Oh yeah, der ist schon, sagen wir mal, nicht so schlecht. Der macht hier 3 und 4. 3 und 2, 2, 2. Ja, wir müssen Panda wegequippen. So, Golden, equip. Und jetzt haben wir hier Moonwolf. Genau. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell bekommen wir mit Moonwolf was? Alter, okay, da merkt man schon Unterschied auf jeden Fall. Und? Wie viel denn? Ja, ich muss mal kurz gleich was verkaufen. Ich weiß gar nicht, bringen die auch mehr Geld? Wie das technisch aussieht. Ich weiß nicht. Also, die haben keine Fähigkeit, wo irgendwie drin steht mehr Geld. Das ne? meine ich ja. Also, ich glaube, dadurch bekommt man jetzt nicht mehr Geld. Ich verkaufe trotzdem mal ganz kurz. Wir haben jetzt 1032 gerade. Und wenn ich gleich die Sachen verkaufe bei vollem Inventar, dann bin ich mal gespannt. Also, gerade habe ich irgendwie voll viel bekommen. So, Sell. 1300, ich verstehe es nicht, Leute. Also entweder habe ich das gerade falsch gesehen oder ich weiß auch nicht weiter. Naja. Also Leute, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, liken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, besonders für die Codes und bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, ciao.